Wir haben heute aufgerufen zum Warnstreik. Und ja, das Format ist heute Autokino. Ingo Appelt wird kommen, ist auch im Übrigen IG Metall-Mitglied. Wir freuen uns auch alle auf ihn und er wird uns da auch unterstützen, was unsere Forderungen betrifft. Und ich glaube, es ist ein gelungenes Format. Ja, heute gab es den Auftakt der Bahnstreiks bei der Allonorf. Und ich muss sagen, die Beteiligung war sehr gut. Und das war ein starkes Signal der Belegschaft. Und daran sieht man auch, dass man sich nicht mit 0,0% abspeisen lassen möchte. Im Hintergrund seht ihr, dass viele, viele Kollegen da sind. Über Livestream hoffentlich auch schon viele zugeschaltet. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir eine super Kundgebung machen, dass der Knut uns noch was berichten wird über Zwischenstand. Und dann müssen wir heute Druck aufbauen, dass die endlich sehen, nichts ans Weihnachtsgeld, nichts ans Urlaubsgeld gehen. Wir wollen 4%, wir wollen Beschäftigungssicherung, wir wollen Ausbildung. Und es wird Zeit, dass sich da jetzt endlich was bewegt. Heute haben wir das erreicht, was wir eigentlich gar nicht gedacht haben, weil wir haben Corona-Bedienung, dass wir fast jeden aus dem Betrieb dazu bekommen haben, nicht nur rauszugehen, das schaffen wir immer, sondern mitzugehen und neugierig zu sein auf das neue Format, was hier geschaffen wurde. Zudem gibt es noch mal einen Livestream. Da kann man sich mit irgendeinem mobilen Endgerät das Ganze auch noch mal von zu Hause angucken. Denn auch hier können wir heute das erste Mal tatsächlich Warnstreik im Homeoffice machen. Wir sind immer auf die Straße gegangen und wir gehen jetzt auch wieder auf die Straße. Egal, ob wir es jetzt hier in einem Autokorso machen oder in einem Autokino. Wir sind auf jeden Fall laut und man kann uns nicht überhören. Jetzt hier und heute ein Zeichen setzen, unterstützt die heutige Aktion und unsere Forderung mit eurem Hupen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Glück auf!